Und da macht er sich auf den Weg zum Ring, liebe Freunde. Ihr kennt ihn. Er ist der blutrünstige Vampir im Miyagi-Universe. Er hat in so vielen Matches schon seine Gegner zum Bluten gebracht. Und hier will er seinen ersten Einzeltitel holen. Den Tag Team-Titel, den trug er bereits zusammen mit seinem Partner El Shaddow. Er ist bekannt. Die Fans lieben ihn für seine Blutspiele. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere euch von den Brothers of the Dark, Ruben Sam. Müssten wir mal wissen, wer da kommt. Introducing the challenger, representing the gladiators, from parts unknown, the assassin. Und da kommt er, Ladies and Gentlemen. Ich habe ihn heute schon mal vorgestellt. Er hat Ryans Krönung entwickelt. Er ist Kaffee-Experte, ein vollmundiger Kaffee, herzhaft im Geschmack. Aber garantiert wird er für seine Gegner, wenn er sich ihnen in den Ring stellt. Er beeindruckt durch erstaunliche Trainingsleistungen, ist auf dem Weg nach oben im Miyagi-Universe. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere euch Ryan Rios. Und hier kommt jemand, der schon sehr, sehr lange im Miyagi-Universe ist. Ihn kennt jeder eigentlich hier. Absoluter Rumble-Experte. In jedem Rumble eine Eliminierung, seitdem wir die Statistiken führen. Absoluter Rekord im Miyagi-Universe. Nicht mal ansatzweise ist da jemand dran. Den zum Rechten, Ladies and Gentlemen. Ich präsentiere euch auf dem Weg zum Ring. Der Bissige, der Wolf, Wolverine. Übrigens ein Dank an Smoking Weed, der uns hostet. Wollte ich gerade eben schon mal sagen, da kam was dazwischen. Und hier kommt der nächste rein. Er hat auch einen Rekord. Er hat zweimal hintereinander bei Pay-Per-Views den King of the Ring gewonnen. Das hat auch noch keiner geschafft. Er ist bekannt für seine Kicks, für seine harten Kicks gegen Gegner. Ja, zur Weißglut-Ring. Wenn der Gegner nicht mehr klarkommt danach, wenn er mit ihm fertig ist, Ladies and Gentlemen, auf dem Weg zum Ring, ich präsentiere euch Suplex! Etwas Probleme gerade. Und da kommt der Partner von Ruben Sam, der mit ihm schon den Tag-Team-Titel trug.
von den Brothers of Dark, Ladies and Gentlemen, auf dem Weg zum Ring. Präsentiere ich euch eventuell den zukünftigen YouTube-Titelträger. Er war schon bereits Doppeltitelträger sogar im Miyagi Universe als Nummer 3 und will das Gold hier zurückholen. Der Schattenjäger El Shadow. Und da kommt der Nächste, der German Most Wanted, sein Partner Wolverine ist ebenfalls im Ring und hier auf seinem Bike, wir kennen ihn, sein Spruch ist, wer nicht trinkt, der nicht gewinnt. Und ich hoffe, sein Pegel ist heute hoch genug, damit er hier die Chance hat, auf den Titel und das Gold eventuell holt. Zum ersten Mal in seiner Karriere, Ladies and Gentlemen, ich präsentiere euch AJ Adams. Und WB an Frodo. Jetzt habe ich auch die ruhigsten ausgesucht, die es gibt. Ja. Was werden wir machen? Ich hatte leider keine YouTube-Links. And in a Hell in a Cell match, you can toss that wrestling book right out the window. It's about pure brutality. Hell in a Cell, wir stecken einfach alle sechs in einen Käfig und schauen, was dabei rauskommt. Wer überlebt? Derjenige, der diese Schlacht überlebt, der ist YouTube-Titelträger, liebe Freunde. You're not doing any damage with swings like that, but keep doing it. The freeze may give him a cold. The sky's the limit. I see a lot of main events in the future. Oh, wow. Well, out here you have to be able to think on your feet lightning fast. One mistake, one moment of hesitation, and you can find yourself in a world of hurt. Derwisch, hallo, Frodo, habe ich glaube ich auch schon gesagt. Aber wir schauen uns jetzt hier an. Im Match. Boom. Den YouTube-Titel. Draußen Rios gegen Adams. Im Ring erleben wir Surplex. Ja, Wolverine geht jetzt auf Adams. Er weiß natürlich, Adams ist sehr stark. Beide im selben Stable, kennen sich sehr gut. Die Aktion geht von Rios daneben. This match, the championship will finally have a home, and we'll have a new champion. I'm looking forward to finding out who our new champion is going to be. Moment, ich muss mal eben zurück. Ich habe aus Versehen hier die falsche Taste gedrückt. Zurück zum Chat. Zurück zu Lück. Well, that messed it all right. Hey, did you look before firing? What an idiot. Oh, wait, nice reversal. Sledgehammer, ebenfalls schon im Ring. Wolverine. Da nimmt er jetzt hier mit dem Finger vor, den AJ Adams in die Mangel. Ruben Sam und sein Partner El Shadow. Ja, das ist hier wohl, die Stable-Partner bekämpfen sich hier gegenseitig. Das ist wohl, weil die viel voneinander halten. Und natürlich die Gefahr sehen hier auf den YouTube-Titel. Freundschaften gibt's nicht, wenn es um den Titel geht.
Robin Sam. Im Rumble hat er jetzt eine Eliminierung gehabt. Wenn es übers Top Rope war, ich habe es gar nicht genau gesehen. Schlägt seinen Partner El Shadow hier raus. Wolverine. Kavan Adams. Das war's schon fast. Da hätte Wolverine sich fast seinen ersten Einzeltitel geholt. Ich habe dem Extreme Rules Paper eine 2 gegeben, der Wisch. Ich fand die Matches sehr, sehr geil. Die meisten. Richtige Sieger, meiner Meinung nach. Wolverine mit dem Sledgehammer jetzt gegen Ruben Sam. Adams, DDT an Wolverine. Cover von Adams. Ruben Sam ist da zu sicher. After a move like that, he's going to need a chiropractor in his near future. That'll have you worrying about long-term injuries for sure. Hey, the shoulders are down. Cover von Wolverine, Suplex rettet. Continues. Just making his presence felt there. Hoping to end it early. Oh, he stops the count. What action. Mein Rios kann man jetzt an Ruben Sam, der könnte jetzt auch einen Titel gebrauchen. 2. Knapp war's. Ruben Sam befreit sich. Cover von Sir Blakesfield schlägt ebenfalls fehl. Adams, Schlag jetzt an Rios. Rios draus. Surplex hat den Kopf von Ruben Sam. Legt ihn sich hier zurecht. Im Seil-Whip-In. Was plant Surplex? Und der Kick sitzt. Sah vielleicht ein bisschen komisch aus vom Spiel. Aber der hat gesessen. Und da, wo Surplex hinkickt, da wächst kein Gras mehr. DDT von El Shadow an Wolverine. Wolverine in Gefahr. Cover von El Shadow. Schafft Ruben Sam? Nein, Wolverine schafft aus eigener Kraft, sich hier zu befreien. Cover von Surplex, aber Ruben Sam ist da. Ja, natürlich, klar, bei einem Six-Man-Match, Hell in a Cell, da sorgt natürlich jeweils der andere Kontrahent dafür, dass der Wrestler das Cover nicht erfolgreich bis 3 durchbringt, denn das würde bedeuten, dass derjenige, der den Gegner bis 3 am Boden hält, den Titel mit nach Hause nimmt. Das will natürlich jeder verhindern. Ruben Sam, jetzt von hinten an AJ Adams. Aber Adams spürt das natürlich. Wimmelt hier Ruben Sam ab und schmeißt ihn hier durch die Gegend. Adams, sehr kräftiger Wrestler. Und El Shadow hier schlägt Rios da draußen. Wir werden hier in dem Match feststellen, wer wird neuer YouTube-Titelträger, liebe Freunde. Kronos hat den Titel lange gehabt. Hat heute beide Titel eingetauscht gegen ein Number One-Spot auf den World Championship-Titel. Hat sie freiwillig vorher abgegeben. Ich habe ihm danach die Titelchance angeboten, aus Dank. Da er die ganzen Verhältnisse hier mischt. In unserer kleinen Liga. Cover von Ruben Sam. Ist das sein erster Einzeltitel gegen AJ Adams? Nein. Ruben Sam geschwächt jetzt in der Ecke. Er muss aufpassen, wenn der Adams da so nah ist. Das macht er richtig. Hält den Adams auf Distanz. Aber landet erneut in die Ecke. Surplex schnappt sich Adams. Wolverine am Boden. Er hat den Sledgehammer sehr nah. Er bräuchte eigentlich nur zupacken. Cover von Surplex. 2, aber Ruben Sam kann sichern. Gott sei Dank. Sonst hätte
Suplex den Titel, Rubens am Ende nichts davon. Aber es ist natürlich auch Suplex gegönnt, der jetzt so langsam hungrig ist nach dem Gold. Hat es auch durch seine Punkte wieder weiter nach oben geschafft. Manche knuspern man sich hier nach oben. Kammer von Rubens Sam. Zwei. Ryos sichert. Die Fans auf den Beinen, liebe Freunde. Was für ein Hell in a Cell Match, was wir hier sehen. Kein Cover geht durch. Und wenn Gefahr da ist, ist jemand zur Stelle, um das Ganze zu unterbinden. Jetzt das Cover von Wolverine an Ryan Ryos. Und wir sehen schon die erste Platzwunde hier. War das bestimmt Rubens Sam oder nein? Es war El Shadow, der dem AJ Adams die Platzwunde zugefügt hat. Shadow draußen jetzt. Oder muss er jetzt aber von AJ Adams mit dem Kopf, mit dem Gesicht, wieder hier gegen den Maschendrahtzellen, dieses Stahlding, dieses. Ihr wisst, was ich meine. Gerieben wie eine Kartoffel über einem Reibeisen. Cover von Wolverine an Suplex. Ryos ist da zum Sichern. Spannende Geschichte. Wer wird hier den Titel mit nach Hause nehmen, liebe Freunde? Cover von Suplex. Adams. Nein, Ryos. Cover Robinson. Aber Robinson kommt raus. Jetzt kann es jeden Moment soweit sein, liebe Freunde. Die nächste Platzwunde. Am Kopf von El Shadow. Oh, ich würde es jedem gönnen, der Beteiligten. Aber es kann nur einer werden. Deswegen DDT von Suplex. Da nimmt er auch das zweite Seil zur Hilfe. Sehr athletischer Wrestler. Technisch sehr, sehr stark. Raus und Suplex und Wolverine miteinander beschäftigt. Im Ring, Rubensam liegt da ziemlich regungslos. Wird kontrolliert von Ryan Ryos. El Shadow kontrolliert AJ Adams. Die Paarungen haben sich ebenfalls schon einige Male durchgemischt, hier am heutigen Abend. Cover von Rubensam. Nein, Ryan Ryos befreit sich. Das nach dieser Matchphase. Salida del Sol von El Shadow. Wenn er jetzt schnell genug ist, aber Wolverine ist auf dem Weg zum Ring. Alter, hat er sich zu sehr auf Suplex konzentriert. Cover von El Shadow kommt sehr spät. Ja, da kann AJ Adams sich befreien. Gosh, the same move over and over. This is relentless. I am getting tired of watching this. Do something different. Ja, das Blut fließt hier schon übers Gesicht von El Shadow. Sehr intensives Match, was wir sehen. Sehr verbissenes Match. Cover von Ryan Ryos an Rubensam. Wir sind gespannt, wie weit es geht. Zwei. Rubensam kommt raus. Kickout. He's got to be history. Is he still even conscious? Here he goes for the win. Let's do this. Aber von El Shadow. Ah, es wird spannend. Ihr seht es, liebe Freunde. Es wird spannend. Wir nähern uns hier dem Sieg, dem Ende. Und Wolverine zieht durch. Suplex am Bluten. Wenn jetzt schnell das Cover kommt, ist das sein erster Titel vielleicht. Aber er braucht zu lange. Und da kann Suplex sich auch befreien. Befördert Wolverine zu Boden. El Shadow mit Problem. Und Suplex zieht hier durch. Cover von Rubens haben derweil. Ryos sichert. Cover von Suplex. Ein Hin und Her hier im Match. Zwei. Drei. Das ist es. Wir haben einen neuen YouTube-Titelträger. Liebe Freunde, es ist Suplex. Sichert sich das Gold im Miyagi Universe. Er ist YouTube-Champion. Herzlichen Glückwunsch an Suplex.
Großartiges Match von ihm. Alles Gute, lange dabei und hier wieder verdient zum Gold gekommen. YouTube, lass dir das auf die Zunge zergehen, Surplex. Aktueller YouTube-Champion im Miyagi-Universe, Surplex.